Willkommen hier zurück zum nächsten Part. Diesmal geht's weiter mit dem Cargo Bob und dem Tauchboot für unsere Trevor-Mission. Und ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt lädt. Ist nämlich leicht verdächtig. Ha, geht doch. So, klau den Cargo Bob. Vermaledeit, warum sind wir hier ohne Auto? Sir. Ich rufe mir mal ein Taxi. I need a cab pronto. I'm sending one out right now. Much obliged. Denn ich glaube, da hochzurennen ist auch wirklich eine kleine Selbstmordaktion. Dann machen wir es doch lieber geschickter und brechen damit ein Auto durch. Leider ist das Taxi gerade lustigerweise gar nicht da, mit dem ich hergekommen bin. Deswegen brauchen wir noch... Ja, genau. Das Taxi kommt... Egal. Muss man nicht verstehen, diese Logik. Da, nochmal raus. Und gedrückt halten war ja, um es zu klauen. Danke fürs Auto, Buddy. So, und rein in die Militärbasis. So, gehen wir wenigstens nicht drauf. Hoffe ich. Über den Parkplatz. Zur anderen Seite. So, wo ist er denn? Der Heli. Irgendwo da vorne. Ich glaube, ich kann ihn schon sehen. Yep. Das ist ein rosa Transportheli. So, Trevor. Boah, lass dich doch nicht rausfallen, du Idiot. Und hoch mit dem Ding. Bevor wir da noch umgebracht werden. So, hängen den Militärhubschrauber ab. Ja, geil. Das Einzige, was wir machen können, ist nach vorne Vollgas geben. Lalala. Schießen die mit dicken Raketen hinter uns her. Ich sehe den noch nicht mal. Ach doch, er blinkt da ein bisschen rum. Wie lange müssen wir denn da machen, um abzuhängen? Ich frag mich nämlich generell, wie ich da so ein Heli abhängen soll. Okay, geschafft. Begib dich zum Hangar. Der ist irgendwo da hinten. Los geht's. This is a big bird. Michael really better get those lessons. Oh, hi Trevor. The Air Force are missing a chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. So sieht's aus. Und irgendwo da hinten ist das Flugfeld. Ich versuch's gerade von da oben zu erkennen. Ich glaube, das kannst du vergessen. Was ist das da links? Seltsames Gebäude. Ah, doch, ich sehe ihn. Da hinten ist das Flugfeld. Und dann gehen wir schon mal in den Sinkflug. Ich hoffe, er hat Platz für so einen Chopper. Bisschen hochziehen, hochziehen, hochziehen. Ah, da ist ein Hafen für einen Heli-Landeplatz. Da ist aber schon ein Heli. Was soll denn das? Na dann, bringen wir den dahin, wo er hin soll. Da ist so ein kleiner Kreis, wo wir ihn wieder abstellen müssen.
Und abwärts. Perfekt. Cargo Bob innerhalb von 4 Minuten 49 perfekt mit Gold abgeschlossen. Gut, dann gleich mal weiter mit der Tauchmission. So, dann lädt sich jetzt wieder tot zum Mini-U-Boot. Lädt sich tot zum Mini-U-Boot. Das reimt sich ja sogar. Bin mal gespannt, wo Trevor das jetzt daher will. Holen. Also, hol dir das Tauchboot. Da sind auch Wachen drauf. Kann man mit dem Ding hier fahren? Vielleicht habe ich da von da oben einen besseren Überblick. Oder den Kran da hinten benutzt. Ist das auch ein Kran? Ich sehe nichts. Ja, ist auch ein Kran. Na, gucken wir mal, ob wir das Ding benutzen können. Kann man da die Leiter... Die Leiter kann man auf jeden Fall mal hoch. Cooler Move. Ah, da hinten hängt es. Warum hängt das da rum? Sind die denn des Wahnsinns? So, wie könnte ich da drankommen? Ich könnte die Wache ausschalten. Oder das Ding mit dem Kran holen. Ich guck mal, ob wir das Ding auch wirklich steuern können. Langsam habe ich nämlich das Gefühl, dass es nicht geht. Wir könnten es aber auch versuchen, einfach abzuschießen. Also die Halterung, meine ich. Probieren wir es mal. Das ging nicht. Das auch nicht. Aber das geht. Geil. Müssen wir nur noch ins Wasser. Auf nach unten. Die Wache kriegt auch nichts mit. Die rennt da ja nicht hin. Hey, Trevor, runter da. Hallo. Sollst du da runter? Jetzt geht die Leiter nicht runter. Geht doch. Super. Runtergeslidet. Und dann mal ab ins Wasser. Und go. Mal rüber da und vielleicht mal in die Luft. Und dann holen wir uns das Teil mal, bevor es von der Flut weggetrieben wird. Kletter auf das U-Boot und steig ein. Machen wir. Number one, wir haben U-Boot. Bring es zum Abholpunkt. Wird erledigt. Trevor? Floyd! I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Gut. Floyd! Don't go quiet on me, or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Okay, alright. Bring it around the... Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't.
Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them! Oh, great! I'll look forward to that. Okay, well that's more like it. Okay, interessante Geschichte. Und da war so, sieht das Ding auch extremst geil aus. Okay, wir müssen noch ein paar Piers weiter. Unter Wasser sieht das Ganze echt schon cool aus. Vor allen Dingen, dass man mit dem Ding da rumsliden kann, aber es ist einfach sowas von verdammt langsam. Das geht mir irgendwie nicht ab gerade. Hätte ich mich doch schon auf so ein etwas moderneres Tauchboot gefreut. So, mit zwei Düsenjets links und rechts und ja. Was liegt denn darum? Uah, Vorsicht. Und vielleicht so Mass Effect-like Stabilisatoren und E-Zero-Felder und was weiß ich nicht, der Teufel noch alles. Ah, da hinten sehen wir den Kreis. Könnten auch mal wieder auftauchen. Wow. Sieht schon echt geil aus, so diese Riesenstadt. Hat was Verlockendes. Ich hoffe, unser Kollege steht dann auch da schon bereit mit dem LKW. Da, rüber. Da. Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. All right. Sehr gut, er ist sogar schon beim Kran. So, und hoch mit dem Ding. Warum durften wir das Ding jetzt steuern? Das wäre auch sau cool gewesen. Saubere Arbeit. Oh, what are you doing? It's done. Let's go. Let's go. Okay, all right. Hurry up. Trevor ist ein bisschen ungeduldig. All right, I'm here. Zum Lagerhaus. Ich hoffe, das ist ein guter Platz zum Unterstellen. Sieht nämlich nicht gerade weit entfernt aus. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Tja, wohl wahr, wohl wahr. You can park it there. Sicher sieht das mal alle Male nicht aus. You're sure it'll be okay then? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Mission noch nicht vorbei? Naja, verschwinden wir auch mal. Und tschüss. Oh, Missionszeit leider etwas zu lange gebraucht. 9 Minuten 9. Abgeschlossen mit Silber. Na gut, dann sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.